Grüezi miteinander. Heute ist Mittwoch, der 17. April. Wir haben 18.45 Uhr. Mein Name ist Christian Schlegel und in diesem kleinen Tipp geht es um den MDAX. Ich habe mir lange die Frage gestellt, ob ich den Film jetzt wirklich noch machen soll. Wir stehen kurz vor den Feiertagen. Aber ich mache ihn, weil einige sind da. Freitag ist zu, Montag ist zu. Das könnte ja richtig langweilig werden. Morgen mache ich noch den DAX-Film und dann bin ich auch mal 2 Wochen weg und wünsche euch in der Zeit alles Gute. So, jetzt gehen wir zum MDAX. Ganz schwierig, weil super langsam. Und ich persönlich, ich mag ja lieber schnelle Kurse, aber das ist wirklich mühsam hier. Meine Güte, das kommt mir manchmal so ein bisschen vor, wie einer, der von so einer Eisschicht am See ist, so mit dem C dran geht und weh, das ist zu dünn und das knirscht, dann zieht er sich wieder zurück. Also so ungefähr kommt mir das vor. Ich habe nach wie vor einen sehr wichtigen Widerstand aus der Kombination oberes Bollinger Band und Chart. Einmal, zweimal, dreimal, hier hinten auch noch ein paar Mal getestet mit der 26.000. Es ist für mich keine psychologische Marke oder sowas. Das kenne ich eigentlich nicht an der Börse. Gibt es, keine Frage, aber sehe ich jetzt bei der 26.000 nicht. Das ist für mich nur eine Zahl. Und das ist ein Widerstand. Wir haben außer den Vibos, so wie ich sie angelegt habe, wir hatten das 61,8, da haben wir überboten bei 24.000, rund 800. Wir haben noch eins vor uns, das ist 76,4er bei 25.901. Da waren wir heute bis auf 50 Punkte dran. Wie gesagt, ich mag so langsame Charts, mag ich eigentlich gar nicht so, da ist keine Action drin und ich finde es hier also auch sehr, sehr langsam, sehr, sehr langweilig. Heute, also heute ja Mittwoch, haben wir schon wieder so ein Doji gebastelt. An dem Höchstkurs seit, wann war denn das hier? Oktober letzten Jahres. Also an einem hohen Kurs ein Doji. Der Doji ist ein Zeichen, Eingangskurs gleich Ausgangskurs, in dem sich die Händler die Hand geben, sagen, tja, hätten wir uns auch sparen können. Und da herrscht so, ja, sagen wir mal, Beratungsnotstand. Da weiß man nicht so genau, was passiert. Das kann ein sehr gutes Kauf, das kann ein sehr gutes Verkaufssignal sein. Das ist so ein Kann-Sein-Muss-Nicht-Ding. Und das haben wir jetzt heute hier auch abgeliefert. Und vor dem Hintergrund wird es umso schwieriger. Von der Technik her. Wir sind hoch über den Oszillator, aber für mich ist da noch kein griffiges Verkaufssignal. Hier nicht und über das MACD auch nicht. Dennoch, nach dieser Bewegung hier von den 20.680 hier hoch, ich gehe den Freund nicht mehr long. Ich mache das nicht. Dennoch will ich Ihnen die Chance hier irgendwie nicht versauen. Ich liege seit hier irgendwie völlig teilnahmslos nebendran, neben dem MDAX. Ich finde halt die Einzelwerte nach wie vor spannender. Die bewegen sich ja auch mal 15 oder 15% am Tag hin und her. Und das tut der Index an sich nicht. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, wann ich das letzte Mal den MDAX als Index gehandelt habe. Aber gut, schauen wir uns mal ein paar Scheine an. Ich bin der Auffassung, wenn wir die 26.000 mit Schlusskurs, das ist wirklich wichtig, mit Schlusskurs und bitte mal so 30, 40 Punkten Abstand überbieten und da schließen, hat er durchaus die Chance, auch nochmal eine 26,5 zu sehen. Das wäre dann diesen letzten Hoch hier, jetzt kurz 26.500. Das sind gerade mal 3%, das ist nicht viel, deswegen, das ist mir zu wenig Potenzial, aber die Chance hat er, gar keine Frage. Da muss ich aber keinen Schein suchen, der hier unten macht. Damit es ein bisschen Spaß macht, nehme ich einen, der ist hier oben. Etwas unter der 25.000, da habe ich diesen hier gefunden von Goldman. Das ist ein Open-End-Schein, zeitlich unlimitiert, mit der Basis 24.976. Ändert sich jeden Tag ein kleines bisschen nach oben. Im Moment ein Hebel von 31. Das ist die Kennnummer GA4D6K. Nochmal GA4D6K. Beim Put mache ich es mir ein bisschen einfacher. Ich denke, ein Put kann durchaus hier oberhalb der 26.500 liegen. Und da nehme ich auch einen mit Hebel 30. Der hat hier die Basis 26.652. Der kommt bei mir dann ins Spiel, wenn wir eben diese 25.000 mit Schlusskurs unterbieten. Dann wäre der für mich interessant. Also jetzt hier im Moment noch nicht, weil es kann sein, dass wir das hier noch rausnehmen. Unter der 25.000 Schlusskurs mit der Basis 26.652, das ist von Goldman Sachs die Kennnummer GM5RMS. GM5 Mata 5 RMS. Das ist das, was mir einfällt. So, und jetzt wünsche ich euch außer einem Happy Trading und einer fetten Beute wirklich schöne Eiertage. Bye, bye.